Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Age of Empires 3 The War Chiefs. Wir sind zurück hier und werden heute eine Armee ausbilden. Wir wollen noch ein paar Falkonette, auch wenn wir momentan nicht so viel haben. Also an Rohstoffen meine ich jetzt. Was wir jetzt eigentlich auch nicht so schnell ändern können, glaube ich. Yes. I'm going now. Na, immerhin haben wir eine kleine Armee. Ich bin mir noch nicht sicher, ob die reichen wird, um Billys Vor- und Kommandoposten zu zerstören. Ich meine, er hat hier, ich glaube, der baut auch hin und wieder hier so, er hat ja hier auch Außenposten. Am intelligentesten wäre es wahrscheinlich, wenn wir uns von der Seite nähern. Dann zerstören wir das und dann gehen wir direkt auf den scheiß Kommandoposten von dem Typen. Auch wenn der Fernangriff hat, aber yes. Dafür hätte ich halt gerne die Falkonette, die den aus sicherer Distanz abmurksen können. What can I do? I'll do it. Ich schau mal, ich kann ja eigentlich Dorfbewohner ausbilden. Da werde ich nochmal ein, zwei ausbilden und schauen, dass ich ein bisschen Holz bekomme, um mehr Kanonen produzieren zu können. I'm ready. Right. Yes. Habe ich echt nur die paar Dorfbewohner? What can I do? Right. Ist hier noch irgendwo einer? Hier sind die. Sonst irgendwo? Nein? Yes. Gut. Dann bitte schon ein bisschen Gold brauche ich. Schade, dass ich keinen Marktplatz habe, aber ich kann zumindest ein paar dieser Gewehrschützen noch ausbilden. I'm ready. Das sind, glaube ich, ganz intelligent. Hier habe ich quasi die Armee aus Sioux-Kriegern. Ja, Sioux-Kriegern. Scheiß drauf. Und hier eine Armee aus, ja gut. Ich denke mal, mit der werde ich zuerst angreifen, weil die irgendwie stärker ausschaut. Das kann auch nur an den Kanonen liegen. Muss ja nicht sein, dass es wirklich stärker ist, nur weil die Kanonen es so ein bisschen suggestieren. Oh, waren noch andere in Ausbildung? Das habe ich nicht gewusst. Warum weiß ich nicht, wenn meine eigenen Kanonen ausgebildet werden? Warum achte ich nicht, dass die Dorfbewohner unbeschäftigt sind? Ich werde übrigens mal kurz hier mit Chayton, falls der, ja, du kommst einfach nicht durch, Chayton. Gell, ist ein bisschen doof. Werde ich jetzt erstmal nach einem Schätzen suchen. Weil eventuell können die uns noch richtig helfen. Ich weiß, hier ist ein Schatz, aber was ist denn das? Münzen. Ja, gut, Münzen sind halt nicht schlecht für jetzt. What is your command? I'll do it. Münzen sind halt wichtig für Falconette, also und daher werde ich die. Ah, er hat schon einen gefunden. Und ja, ich bin ein bisschen ein Penner, wenn es darum geht, meine Einheiten möglichst schön aufzustellen. Das mache ich im Multiplayer ebenso. Die Leute, die mit mir schon mal gespielt haben, würden euch das sicher bestätigen können. Oh, nur du. I'll do it. One shot. I'm going. Ha. Und das ist immerhin ein paar Münzen. Das ist nicht schlecht. Können wir schon eine Kanone ausbilden, auf jeden Fall. Mit vier Kanonen sollten wir übrigens dann angreifen können, denke ich mal. Gehen wir mal hier rüber. Hier ist hier wirklich gar nichts, also von ihm nicht und von uns nicht. Ich frage mich nur gerade, wie viele Einheiten wird das Schwein ausgebildet haben? Hoffentlich nicht mehr als so eine kleine Armee, weil sonst wird das ein bisschen eng. Weil ich bin mir nicht sicher, ob die Dorfbewohner attackieren, aber der Kommandoposten wird attackieren. Das ist momentan meine größte Sorge. Oh, hier ist direkt noch eine Silbermine, falls uns das Silber ausgeht. I'm going now. Super. Und wir können gleich noch eine machen. Ich werde auch ein paar wieder Nahrung schicken. Damit wir auch noch ein paar Viking-Gewehrschützen ausbilden können. Weil die sind, glaube ich, doch nicht schlecht. Oh, was ist das hier? Ein Heiler. Oh, nice. Right. I'll do it. So. I'll attack. So.
Jaden, du wirst es schaffen, ja? I'll attack. Komm schon. And what is your command? Attack. Komm schon, komm schon. Motherfucker. I'm going now. I'll do it. Right. So, und jetzt du Heiler. Du. Danke, bitte, los. Ja, bitte schließ dich mir an. Ich kann dich gut brauchen, du Wundarzt. Ja. Yes. Sehr gut. Danke. Den Heiler schicke ich mal zu meinen Einheiten. Alright. Oh, der heilt direkt automatisch, wenn er in der Nähe von Einheiten ist. Wow. Das ist ein bisschen overpowered. Oh. Gut, EP brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ich habe hier noch ein bisschen was. Er schickt mir die Cayenne-Reiter. Oh, ach so. Moment, den habe ich doch gerade genommen. Ach so, ja. Ich dachte immer, der verschwindet dann auf der Minimap, aber scheinbar nicht. Right. Billy ist hier schon in der Nähe. Dieser scheiß Betrüger. Oh, Moment. I'll do it. Ja, gut, bisschen Nahrung. 90 Münzen. Gut, es passt schon. Okay. Ich glaube, den werde ich in die Kanonenarmee reinpacken, damit der die Kanonen immer auf Stand hält. Kanone. Und jetzt noch ein paar Viking-Gewehrschützen. Die Typen kommen hier rein, zu den Axtreitern. So. Hier, oh, wir haben schon relativ viele Einheiten. Wir können bald nicht mehr alle auf einmal befehligen. Zum Beispiel hier jetzt. Die Armee ist voll. Das sind 50 Mann, kommt mir klein vor. Und das hier ist auch, das wird gleich voll sein. Mit dem letzten Falconet und den Gewehrschützen. Ich werde vielleicht hier ein Backup-Team noch zusammenstellen, jetzt langsam. Oh. Yes. So, bitte funktioniere jetzt. I'm ready. Also, warum funktioniere jetzt, aber bitte. I'm going now. Nein! Hehehe, Penner. Penger. Yes. What is, I'm going now. Du, wir kennen alle. Ja, sehr gut. So. Yes, right. Den werde ich hier in der Base lassen, falls hier wieder so Typen wie der zum Beispiel ankommen und denken... Oh, sorry. Very unprofessional. Sehr unprofessional. Hat mich gerade ein Freund aufgerufen. Der liebe Uwe Zimmermann. Es ist übrigens, glaube ich, nicht gut, dass ich seinen Namen sage. Fuck it, der Uwe ist jetzt dabei. Yes, I'll do it. So. I'm ready. Gut. I'm going now. Right. Ich frage mich sowieso, warum ich um diese Zeit noch Anrufe bekomme. Es ist nämlich schon fast Mitternacht. Right. Ja, gut. Nein! Ihr Penner! Zerstört diesen Teil! Ja! Boah. I'm ready. Yes, right. Der Penner hat schon Falconette. Ah, ich werde ihn vernichten. What the fuck? To battle. Attack. I'm ready. Yes. Attack. I'll do it. To battle. What is I'm ready. Attack. I'm ready. To battle. I'm going now. Sehr gut. Yes. Attack. So. Gut, okay, scheiß auf Reservearmee. Wir brauchen alles. Alles, was wir irgendwie kriegen können. So. Ja, wir haben Männer verloren. Dafür kein Geschütz, das ist mir fast wichtiger, als dass wir keine Männer verlieren. Die Geschütze sind eigentlich das ziemlich Wichtigste. So. Wir haben Reiter verloren. Na gut, egal. Taku? I'm ready. What is your command? Oh, huh. I'm ready. So, dann geht's, würde ich jetzt sagen, direkt los. Wir lassen unsere Truppen dann direkt hierher schicken. Aus allen Kasernen. Die wir uns machen. So.
Yes, I'll do it. I'm going Jetzt now. Geht's dir an den Kragen, mein lieber kleiner Billy Home. Du hast uns hintergangen, nur weil wir nicht gleich ein Dorf voller Zivilisten umbringen wollen. Yes, so geht's nicht. Yes. Wer tut da nichts? Ja, dann macht hier weiter. So, bin verwirrt. So, hier. What is your right? I'll do it. Oh, ha, huabale. Okay. Washte. I'm ready. Right. I'm going now. Right. Takuamani. Yes, right. So, die Außenposten, vor allen Dingen der hier. To battle. Oh. What is your... I'm going now. Oh, ha, huabale. I'm ready. Attack. Lass dich nicht aggro ziehen. Ja. So. 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 Jetzt gibt's auf die Fresse, Billy. Wollte es eigentlich nicht, aber... lässt uns ja keine andere Wahl. So, schnell mal hier ein paar Typis ausbilden noch. Oh, fucking Gold. I'm ready. I'm going now. Attack. I'm ready. To battle. Right. I'm going now. So. Erstmal ein bisschen einen Rückzug. Yes. I'll attack. Right. I'm ready. What is your Yes. So. Attack. Die Türme haben nämlich auch ganz schön Angriffspower. So, nein, eben, dass ihr nicht daherkommt und irgendwas macht. Wobei, unsere Plänkler beschützt ihr bitte schon. Unsere Kanonen. So. So. Jetzt wird das nächste angegriffen. Ganz strategisch gehen wir vor. Das Tor. Und hier stehen die Typen. So, jetzt geht's. Jetzt zählt's. Jetzt zählt's. Jetzt stehen wir vor den Toren und jetzt gibt's auf die Fresse, ihr Penner. Das Vor muss jetzt mal schnell angegriffen werden, bitte. So. Oh, go. Die sind wurscht. Wir müssen nur den Kommandoposten zerstören. Dann ist so alles okay. So. Ah, das ist eins von unseren. Sehr gut. So. Falconette, alle Angriff auf den Kommandoposten. So, direkt mehr Einheiten noch produzieren. Auch wenn es uns jetzt momentan nicht so viel nützen wird. Ja, ihr Penner. Go. Ja, okay. Der Kommandoposten ist bei weitem nicht so schwer, wie ich gedacht habe. 5000 HP sind nicht so viel. Das Vor ist zerstört. Wir haben es geschafft. Wunderbar. Was, diese Mission, dieses komische Hinweis kommt jedes Mal. Ganz ehrlich. Am Arsch. Gut, dann würde ich sagen, die Folge ist zwar nicht ganz so lang wie die letzte gewesen, aber es war mal wieder unprofessionell ein bisschen. Sorry dafür, dass jemand angerufen hat. Der liebe, na, egal. Wurscht, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal bei Let's Play Age of Empires 3. Und bis dahin sage ich... Tschüss, Leute.